Mein Name ist Sandro Pietrantoni und ich bin der Vorstand des DRK-Kreisverbandes Gifhorn. Wir kümmern uns um Menschen von 0 bis 100 plus. Also wir haben im Grunde genommen beim DRK die drei großen Bereiche. Das ist ja der ganze Kinder-, Jugend- und Familienbereich. Da sind wir ja heute hier in der Kindertagesstätte und Krippe. Dann haben wir den Bereich der Seniorinnen und Senioren. Und dann haben wir einen Bereich, der nennt sich Rettungsdienst und Fahrdienst. Wir befinden uns jetzt hier am Campus, genau gegenüber vom neu errichteten Krankenhaus. Hier ist einer unserer 5 Rettungswachenstandorte. Das ist die Hauptwache hier in Gifhorn. Der Notfallsanitäter ist schon so eine Art Paramediziner, weil Kompetenzen darüber hinausgehen, die heute ein Rettungsassistent oder Sanitäter vorweisen darf am Einsatzort. Wir sind hier in Kalbala, an unserem Pflegewohnhaus Kalbala. Das ist eins von 3 stationären Einrichtungen, die wir betreiben. Wir bilden in der Pflege generell alles, was mit Altenpflege zu tun hat, aus Alltagsbegleiter auch, Hauswirtschaft. Und wer in die Pflege geht, geht in einen Beruf, der hat Perspektiven. Ihr habt im Grunde genommen einen komplett sicheren Arbeitsplatz. Und wir sind hier in Gifhorn am Wasserturm und Sie finden hier Verwaltung, also Personalabteilung, Finanzbuchhaltung, Marketing. Der Betriebsrat hat seine Räumlichkeiten hier. Wir sind einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Gifhorn. Wir haben sehr gute Rahmenbedingungen, was die tarifliche Entlohnung betrifft. Wir haben sehr gute Fort-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir den Kolleginnen und Kollegen anbieten. Wir haben unseren Fokus auch natürlich intern auf den Menschen. Also das höchste Gut, können Sie sich vorstellen, für so ein Unternehmen ist die Belegschaft. Im Grunde kann man sagen, sind es immer die Dinge und Verbindungen mit Menschen, die dem Leben mehr Wert geben.